Galaktika-Rüpel und Galaktika-Rüpel. Alles klar, Wampel und Zuba, das ist einfach. Erster Doppelkampf, das heißt, wir können einen von denen angreifen. Und gucken mal, was Lucia für einen Quatsch macht. Tja, dann siehst du die Stelle nochmal. Dann machen wir es halt so. Manchmal ist es einfach auch schon länger her und dann kann man sich nicht mehr dran erinnern. Dann sieht man es wenigstens nochmal. Hier sieht man übrigens auch, dass es mal Attacken gibt. Obwohl Silberblick jetzt einfach Quatsch ist, einzusetzen, aber damit man auch mal sieht, es gibt auch Attacken, die beide Pokémon treffen können. Und es gibt natürlich auch Pokémon, die noch das... Also Helfer-Attacken, die dem Partner helfen, beziehungsweise auch Attacken, die den Partner-Pokémon mit angreifen. So. Einfach nochmal gezeigt, obwohl es totaler Blödsinn ist. Ich könnte auch Plinfe angreifen mit Tackle. So. Aber zu zweit sollte jetzt Zubat kein Problem mehr sein. Und ist es auch nicht. Wie ist dieser Wahnsinn möglich? Wir beide unterliegen zwei Kindern, das wird doch so nicht. Zeit zum Blabla-Rückzug. Der Text, der geht viel zu schnell durch. Ihr lasst uns keine Wahl, wir werden uns zurückziehen. Aber gut, dass du es nochmal sagst. Denn Team Galactic hat immer Mitleid mit Schwächeren. Diese Bande, sie nennt sich Team Galactic. Wenn Pokémon sich entwickeln, geben... Die sich besondere. Wenn Pokémon sich entwickeln, geben sie eine besondere Energie ab. So. Meiner Meinung nach handelt es sich hier um eine mystische Kraft, die außerhalb unserer Kontrolle liegt. Doch die Mitglieder von Team Galactic scheinen die Energie für irgendetwas nutzen zu wollen. Wie dem auch sei, BKTV, das war sehr gut. Du hast wirklich Talent. Wie du und deine Pokémon Seite an Seite gekämpft habt. Ein schönes Bild. Es war richtig von mir, dir den Pokédex anzuvertrauen. BKTV, wusstest du, dass der Professor auch diese Entwicklung der Pokémon erforscht? Seinen Forschungen nach haben 90% aller Pokémon etwas mit Entwicklung zu tun. Also BKTV, lass uns weiter am Pokédex und am Projekt des Professors arbeiten. Ja, nur kriege ich ja eh den Pokédex nicht vollständig. Was? Oh, war das klasse. Wirklich sehr gut. Exzellent. Oh, entschuldige. Ich bin von Jubelstadt TV. Ich habe hier etwas für dich. Eine Belohnung dafür, dass ich mir diesen Wahnsinnskampf ansehen durfte. Ein Modekoffer. In diesem Modekoffer findest du... hinreißende Accessoires und geschmackvolle Kulissen, die ich niemals benötigen werde. Statte dein Pokémon mit den Accessoires aus und sieh dir an, wie seine Ausstrahlung steigt. Ich lese es trotzdem immer laut vor. Auch für die, die sich das später nochmal auf YouTube angucken. Der Fernsehsender stellt seine Räumlichkeiten zur Verfügung, sodass Besucher dort ihre Pokémon ausstatten können. Man kann außerdem tolle Preise gewinnen. Besuch unsere Sender einfach mal. Ich war da schon mal. Und das ist wieder das falsche Haus. Habe ich heute schon mal hinbekommen, ins falsche Haus zu gehen.
Weiß auch nicht warum. Hier schon mal im Hintergrund schließen kann, ist das da. So. Weiter geht's. Kappa. So. Und diesmal ist keiner im Weg. Außer hier ist Wasser. Aha. Moment. Ein Paraheiler. Knospi haben wir irgendwann auch schon mal gefangen. Das wird jetzt einfach nur zur Eliminierung verwendet. Wow. So. Weiter geht's jetzt hier lang. Guten Morgen hier. Oh. Ich hatte keine Ahnung, dass du so stark bist. Ach so, ich war hier schon mal. Stimmt, am Anfang. Da konnte ich da aber nicht weiter. Genau, jetzt weiß ich wieder, warum ich da nicht weiter konnte. Bin kurz weg, komme gleich wieder. Okay, bis gleich. Und ich muss hier kurz mal Felsen zertrümmern. Und ein Item mitnehmen. Mit Felsgrab. Turbotreter helfen auch nicht immer weiter hier, weil da rennt man schon mal gegen Steine. Hallo? Ziehst du verschiedene Arten von Pokémon auf? Wenn du nur Pokémon eines Typs besitzt, wird es irgendwann schwer für dich, gegen Pokémon, die gegenüber diesem Typ im Vorteil sind, zu bestehen. Deshalb sind Arenaleiter auch so schlecht. Lass uns kämpfen, während wir den Duft der Blumen genießen. Aromalizara mit einer Knospi. Mal sehen, wie lange er weg ist. Kikugi. Wir haben ein bisschen gelernt, das ist gut, auch weil das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Ein bisschen. Obwohl ich verloren habe, bin ich nicht wütend. Okay. Den Rest, den ersparen wir uns. Da der Text eh viel zu schnell durchgeht.
Die auf YouTube haben nochmal den Vorteil, die können es ja pausieren. Sag mal, was hältst du von Käfer-Pokémon? Käfersammler Matthias. Okay, Matthias. Dann beißen wir mal zu. Dann war's mal ein Zypurze. Oder ein Wumpel. So kann ich die Vorzüge der Käfer-Pokémon nicht erklären, ja. Die sind ja auch wieder weg. Wow. Hab ich was gekonnt. Einmal im Kreis rennen. Diese ganzen Trainer reichen schon zum Trainieren. Ich muss nicht jedes wilde Pokémon mitnehmen. Route 204, Flori. Zerschneiden kann ich hier nichts. Aber hier kommen jetzt mal zwei Trainer. Wir können diesen Trainer ganz schnell besiegen, oder Lena? Wir sind die Stärksten in unserer Klasse. Ja. Liz und Lena mit zwei Pachirisu. Und wie man ja weiß, wenn der Gegner 2 einsetzt, dürfen wir das auch. Also ein Doppelkampf. Bams. Cool. Also Rasierblatt ist wirklich nochmal gut, um das halt zu zeigen, ne, dass beide Pokémon angegriffen werden vom Gegner, wie man ja gerade gesehen hatte. Oh, warte. Ihr habt verloren. Hier gibt's einen Pokéball. Kugelsaat. Cool. Biss. Und hier sind wir im nächsten Ort, und zwar Flori. Benannt nach der Flora, die hier so ist, ne? So.
Wir sind in der Nähe von Ewigenau, aber trotzdem ist es noch weit. Du solltest dich für so eine lange Reise gut vorbereiten. Habe ich eigentlich die Leute in Erzelingen im Pokémon Center angesprochen? Ich glaube nicht, aber ist auch egal. Irgendwann komme ich da vielleicht nochmal an. Vor ein paar Tagen habe ich gekämpft und die KP meines Pokémon wurden immer weniger. Hallo, Psyduck. Du Jelly. Ich dachte schon, es wäre es für uns gewesen, aber ganz plötzlich hat mein Pokémon die Beere gegessen, die es gehalten hat. Puh. Hast du Pokémon bei dir, ist es selbst für ein Kind wie dich sicher, wenn du allein reist. Und jetzt heilen. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Bla bla blub blub. So, dann gucken wir uns mal wieder an dem neuen Ort hier um. Indem wir wieder in jedes Haus klettern. Und tschüss, Psyduck. Einige Arten von Pokémon erscheinen nur, wenn sie vom süßen Duft des Honigs angezogen werden. Pokémon scheinen einen fein ausgeprägten Geruchssinn zu haben. Sie nehmen den Duft von Honig aus weiter Ferne wahr. Wenn wir jetzt eigentlich schon Orden, können wir mehr Items kaufen? Ja, Supertränke gehen. Und hier sind noch mehr. Hochzeuge sind dabei. Alles klar. Und hier sind auch noch ein paar Bälle. Okay. Ich werde mein Pokémon mit hübschen Accessoires ausstatten und dann mit ihnen zum Jubelstadt-TV gehen. Dort wird jeder in der Region mein Pokémon sehen. Als wenn man das will. Beeren und Accessoires können nicht in Pokémon-Supermärkten gekauft werden. Willkommen in Flori, dem Ort der Blumen, Blumen und Blumen. Und Blumen nicht zu vergessen. Du solltest auch ein paar Blumenzwiebeln pflanzen. Es lieben die Blumen. Cool. Ich wollte in den Auen von Flori ein paar Blumen pflücken. Aber dann kamen ein paar Typen vom Team Galactic in schicken Uniformen. Die Typen von Team Galactic sind nur zu den Auen hinter diesem Blumenfeld hier gegangen. Und haben sich dann wahrscheinlich verlaufen. Flori, lebendig und duftend. Okay. Erstmal das Pokémon. Das geht immer schnell. Bii. Findest du es niedlich von Pokémon Beeren, wenn Pokémon Beeren pflücken? Nö, aber ja. Ja, das finde ich auch. Hier hast du eine Wie enthält die Attacke Pflücker? TM 88. Okay. Flori war einst ein öder, verlorener Hügel. Der Anblick machte die Menschen traurig und so pflanzten sie Pokémon an. Aber nichts wollte hier wachsen und niemand wusste Rat. Und dann eines Tages sagte jemand der Natur, danke für ihre Gaben. Und der Hügel erstrahlte in einer Blütenpracht. Ist das nicht seltsam und wunderschön zugleich? Ja, das ist die Welt der Pokémon. Blühende Pracht, der Blumenladen. Hier gibt es Beeren gratis. Geil, Clown. Das ist eine Sinelbeere, ja. Tschüss. Beeren, die du pflückst, kannst du an Pokémon verfüttern. Du kannst sie außerdem beim Beerenhändler gegen Accessoires eintauschen. Ach, ich hab euren Accessoires. Amrena-Beere, alles klar. Tschüss. Hallo. Trainer, bitte pflege Beeren, indem du ihnen mit der Anton-Kanne Wasser gibst.
ändern kann. Beste Kanne ever. Aus einer einzigen Beere wächst eine Pflanze, die mehrere Beeren trägt. Pflanzt du an verschiedenen Orten jeweils eine Beere, gibt es mehr und mehr Beeren in der Welt. Ich hoffe, du hilfst dabei, dass mehr Beeren auf der Welt wachsen. Maronbeere erhalten. Warum benutzen viele einfach nur immer wieder ein Wort? Das ist nervig. Hallo, wir tauschen deine Beeren gegen Accessoires ein. Nö. Habt ihr Müll? Der Abfalleimer ist leer. Okay. Penis. So, hier. Aha, hier. Zinelbeere. Pflanzen wir einmal die gleichen Pflanzen da wieder ein. Pflanzen, Pflanzen. Ich hab's auch jetzt gerade mit den gleichen Wörtern. Der süße Duft des Hönigs. Hönigs? Honigs hat mich hierher gebracht. Aber ich frage dich und mich: Bin ich ein Pokémon oder was? Hm, Honig. Hä? Ich liebe es einfach, hier zu sein. Die Atmosphäre ist so wunderbar. Du bist auch hier, um deine Stimmung zu verbessern, nicht wahr? Nö.